Wir sind heute in Amiens, wo das Gerichtsurteil erwartet wurde zu den 8 von Goodyear. Jeden 8 Arbeitern der Reifenfabrik von Goodyear, die heute ihr Urteil erwartet hatten. Sie hatten dagegen gekämpft, dass ihre Fabrik geschlossen wird, und sie hatten dagegen gekämpft, dass über 1100 Personen auf die Straße gesetzt wurden, dass Arbeiterinnen mit ihren Familien auf die Straße gesetzt wurden, weil sie keine Arbeit mehr hatten. Das Werk ist nun geschlossen und wie Sie hier sehen, waren wir heute vor dem Palais de Justice, um das Urteil zu erwarten, denn ihnen wurde vorgeworfen, dass sie ihren Bossdirektor gekidnappt hätten, was man auch Bossnapping nannte. Und deswegen waren sie angeklagt und genau vor einem Jahr hier, gab es ein Schandurteil, wo die Arbeiterinnen zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Im Oktober fand die Revision statt und heute fand wiederum das endgültige Urteil statt. Und es ist skandalös, es ist unglaublich, was hier für ein Urteil gefällt wurde. Dieser lautet, einer ist frei, das ist immerhin die gute Nachricht. Zwei weitere wurden verurteilt zu 3 Monaten Gefängnis auf Bewährung. Weitere 5 wurden verurteilt zu 5 Monaten auf Bewährung, wobei die Besonderheit darin besteht, dass sie sich keinerlei Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten leisten können, denn sonst würden sie für 12 Monate ins Gefängnis wandern. Im Kontext der aktuellen politischen Situation in Frankreich konnte man sehen, dass dies ein klares Urteil der Klassenjustiz war, dass dies ein klares Urteil der bürgerlichen Klassenjustiz war gegen das Proletariat, gegen die 8 von Goodyear, gegen das französische Proletariat insgesamt. Christine Lagarde zum Beispiel durfte 400 Millionen Euro verschleudern und wurde nicht mal verurteilt. Sie ist jetzt frei und kann machen, was sie will, während ArbeiterInnen, die das Recht durchsetzen, was die Betriebsversammlung vereinbart hatte, dafür verurteilt werden, dass sie einfach ihr Recht durchsetzen, dass sie sich dagegen wehren, dass sie auf die Straße gesetzt werden. Das kann nicht sein. Deswegen ist die Stimmung hier auch weiterhin sehr kämpferisch und deswegen werden wir weiterhin auf die Straßen gehen, um gegen dieses Schandurteil und gegen die Bourgeoisie zu kämpfen.